Meins hat ja schon kommen beim Red Review Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen Theme Park News Video. Wir haben heute wieder ganz viele Neuheiten, Updates und Events, über die wir sprechen müssen. Und das geht um Achterbahnen, Freizeitparks und auch einiges auf Kirmes. Vorneweg aber noch etwas in eigener Sache, und zwar die nächsten Tage wird es nur in Anführungsstrichen On-Off-Ride-Videos hier geben um 18 Uhr als 18 Uhr Video. Also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Mittwochs ist das ja eh normal und Dienstag, Donnerstag kommt jetzt auch dazu. Grund ist, wenn ihr das seht, sind wir auf der Messe, auf der Japa Expo Europe in Wien und werden euch da natürlich normale, große, ausführliche Videos mitbringen, werden euch Vlogs mitbringen, das ist gar keine Frage. Aber ein paar Neuheiten werden wir halt auch sofort präsentieren und sofort vom Showfloor auf der Messe hier hochladen. Das dann aber nicht als normales Video, sondern als YouTube Shorts. Ja, ich weiß, dass einige von Shorts total genervt sind. Ich auch. Mir geht es voll gegen den Strich, habe ich gar keine Lust zu. Aber YouTube ist das wichtig. Und wenn YouTube etwas wichtig ist, dann muss man das bedienen, damit das funktioniert und damit es hier weitergeht. Wir können das natürlich auch lassen. Dann machen wir aber ein bisschen so drei Fragezeichen telefonlawinenmäßig. Jeder Abonnent nötigt einen Freund, diesen Kanal zu abonnieren. Und schon sind wir alle wieder glücklich. Das können wir natürlich machen. Und ich habe euch ja auch ein sehr spannendes 100.000 Abonnenten-Special angekündigt, wo da in der Resonanz schon Feedback kam, dass ihr da so richtig, richtig Bock drauf habt. Aber dass ihr Bescheid wisst und dass ihr dann halt jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall mal bei den Shorts hier auf dem Kanal reinguckt. Also es kommt auch so jeden Tag ein neues Short, aber da kommen auf jeden Fall mehrere direkt von der Messe. Und ich kann euch schon mal verraten, weil das auch jetzt schon öffentlich ist inzwischen, damit laufen wir auch schon irgendwie ein Jahr rum mit der Info, Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen wird seine Neuheit ankündigen für 2025 und das am Stand von Mugrides. So viel schon mal dazu und ihr kommt nicht darauf, was angekündigt wird. Das könnt ihr euch, glaube ich, nicht vorstellen, was da kommt. Es wird echt cool und das, was ich bisher davon gesehen habe, ist spannend. Dann denken, reinsliden, reingucken und abonnieren natürlich nicht vergessen, damit ihr auch die ganze Zeit benachrichtigt werdet, wenn was kommt. Machen wir direkt weiter mit dem großen Knaller und einer neuen Achterbahn in Europa und zwar Mahuka. Mahuka, Mahuka. Ich sage euch ja schon lange, Le Pal und Vulcania, zwei Freizeitparks in Frankreich, die kann man super mit noch anderen Dingen nächstes Jahr kombinieren und das lohnt sich auf jeden Fall, da runter zu fahren. Und Mahuka ist der Grund, um das jetzt alles zu kombinieren. Le Pal bekommt ja auch eine neue Achterbahn, Watercoaster von Mugrides, haben wir ja schon drüber gesprochen. Vulcania habe ich jetzt letzte Woche erst ein Review zu dem Namazu Coaster hochgeladen, Intermin, Multi-Launch, Family Special Track Coaster und Vulcania haben wir auch schon vorgestellt. Le Pal, das Le Pal Hotel haben wir dieses Jahr schon gezeigt, was einfach ein Traum ist. Und Parc de Combes ist auch noch in der Ecke, das ist auch ein sehr süßer, sehr besonderer Freizeitpark. Und dort in dieser ganzen Region gibt es auch noch das Walibi Roar Alp. Und das ist ein Walibi-Park, der wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Und wenn ihr Walibi Holland, Walibi Belgien kennt, dann müsst ihr auf jeden Fall Walibi Roar Alp auch besuchen. Es gibt in Frankreich übrigens auch noch Walibi Südwest. Da waren wir auch schon also das ist der 0815 Walibi-Park. Ich glaube, der ist gar nicht mehr. Ich glaube, der gehört jetzt zu Valigator, ne? Hatte ich das nicht in den News? Ich glaube, dann ist jetzt Valigator Südwest. Ups. Ja, dann nicht mehr. Stimmt, wir waren da haben wir noch Pinchen gekauft, weil da Schlussverkauf war. Da habe ich gesagt, immer machen die hier zu, machen, wird das umgebrandet? Ja, das ist gar kein Walibi-Park mehr. Hört nicht auf mich. Er erzählt eh den ganzen Tag nur Blödsinn. Jetzt haben wir schon wieder Beweis dafür. So, jetzt aber mal Butter bei den Fische und Schluss mit lustig. Walibi Roar Alp bekommt für 2024 eine neue Achterbahn. Und offiziell bestätigt jetzt und es gibt Artworks zu Mahuka. Und das Ganze wird eine Achterbahn vom Hersteller Intermin und ein sogenannter Hot Racer. Das ist der Single Rail Coaster aus Liechtenstein. Wurde bisher einmalig ausgeliefert in Australien, in Luna Park und im Dezember 2021, Ende Dezember 2021 dort eröffnet. Das wird jetzt der zweite Hot Racer überhaupt und dann natürlich der erste in Europa. 600 Meter Streckenlänge, 18 Meter Höhe, 67 km/h Spitzengeschwindigkeit.
Halbrad-Launch und eine Boost-Sektion, also auch Multi-Launch-Coaster direkt. Und das Ding ist auch bereits im Aufbau, sieht sehr, sehr geil aus und werden wir auf jeden Fall uns vor Ort angucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich war ja schon kurz davor, nach Australien zu fliegen. Ist dann doch nicht so einfach. Wegen dem Single-Rail-Coaster jetzt ab nach Frankreich dafür. Ich habe richtig Bock auf die Kiste. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Werden wir auf jeden Fall ausführlich hier im Kanal drüber sprechen. Wenn wir schon bei Intermin sind, die bauen auch eine weitere Neuheit für 2024 und zwar in Efteling. Haben wir euch auch schon sehr ausführlich berichtet. Danse Macabre wird ja die Neuheit 2024 in Efteling und ersetzt das alte Spukschloss. Und haben wir ausführlich schon drüber gesprochen, verlinke ich euch auch gerne hier nochmal, was das denn jetzt genau werden soll mit Danse Macabre. Und Intermin baut dort eine Weltneuheit, die es so noch nicht gegeben hat und wirklich sehr beeindruckend ist. Und zwar die sogenannte Dynamic Motion Stage. Habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, was die Dynamic Motion Stage ist, was das kann, was es für Variablen alles gibt. Und da läuft aktuell der Aufbau in den Niederlanden und die Installation schreitet voran. Und es wurde schon der zentrale Mittelmast gestellt, der alleine 45 Tonnen wiegt und quasi der Center dann der ganzen Attraktion ist, wo dies alles drumherum gebaut wird. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beeindruckend und wir werden das auch wirklich ausführlich hier besprechen, euch zeigen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Im Rahmen dieser neuen Attraktion entsteht auch ein komplett neuer Themenbereich, ein gruseliger Themenbereich. Der bekommt neben dem Fahrgeschäft auch noch passende Gastronomie, Shops und angepasstes Entertainment. Neues Fahrgeschäft für die Kirmes und zwar Soundwave. Das Ganze wird ein SBF Super Jumper, SBF Visa Hersteller aus Italien, sollte euch allen bekannt sein. Wenn nicht, gibt es hier ein Video. Wir waren im Werk von SBF Visa, also wir hatten im Visa-Werk und im SBF-Werk und nochmal nebenan irgendwo anders. Guckt da gerne mal rein. Und der Schaustellerbetrieb Schwerin hat sich diesen Super Jumper bestellt und wird den als Soundwave ab Mai 2024 auf die Reise bringen. Fahrgeschäft von SBF, dann gibt es noch Quad-Lautsprecheranlagen. Fun LED ist ein LED-Ausstatter, den hatten wir in Kassel auf der Interschau schon mal gezeigt, die auch super viel mit SBF zusammenarbeiten. TÜV Nord ist dann mit involviert und Lichtdesign, Gestaltung, Umsetzung kommt von Gerste LED Design. Damit aber nicht genug mit Kirmes-Neuheiten für 2024 und es gibt eine Ankündigung von Louis Oberschelp. Verrät noch nicht so viel, es ist nur dieses Bild erstmal und dass da 2024 was Neues kommt, ich bin sehr gespannt, mehr wird noch nicht verraten. Und Louis Oberschelp aktuell mit dem High Impress unterwegs, auch da haben wir jetzt vor kurzem erst eine Aufbaureportage euch gedreht, mitgebracht, hochgeladen, whatever. Guckt da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und wir bleiben noch auf dem Kirmesplatz und ein kleines Update. Diablos Residence haben wir auch schon öfter drüber gesprochen hier in den News-Videos und es gibt ein komplettes Artwork von der, also ein Artwork von der kompletten Front. Das sieht super beeindruckend aus und gefällt mir schon mal sehr gut. Wenn das so umgesetzt wird, dann ist das wirklich krass und wahnsinnig. Außerdem so ein paar Sachen werden uns hier auch mit an die Hand gegeben. Es wird einen 6 Meter hohen Animatronic draußen geben und auch im Inneren wird einiges passieren. Und auch amerikanische Animatronics soll es geben. Noch nie dagewesene Special Effects, da bin ich sehr gespannt. Gucken wir uns alles an. Geisterbahn finde ich eh cool. Die Freizeitparksaison ist übrigens auch noch nicht vorbei. Und das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland hat einen kleinen Meilenstein aber schon gefeiert und hat seinen 300.000sten Besucher der Saison begrüßt. Und das Fort Fun habe ich irgendwie gefühlt in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass vor allem am Wochenende Postings kamen, jo, kommt lieber mal an einem anderen Tag, heute ist schon ziemlich was los. Und 300.000 Besucher sind bei der Größe dieses Parks wirklich eine beeindruckende Zahl. Und die Saison ist noch nicht vorbei, da geht auch noch einiges und es kommt auch noch die Halloween-Season und so weiter und so fort. Also Glückwunsch Fort Fun, sehr cool. Und noch nicht vorbei, heißt, da kommt noch was und ich habe es gerade schon angeteased, die Halloween-Saison. Zum Beispiel kommendes Wochenende startet der Movie Park Germany mit dem Halloween-Horror-Festival. Da haben wir euch auch schon ein bisschen was vom Aufbau gezeigt, werden wir euch auch vor Ort noch was zeigen. Auch das Toverland in den Niederlanden hat wieder sein Halloween-Event und dieses Jahr auch eine neue Maze. Das werden wir
hier vor Ort besprechen und euch da zeigen. Das brauche ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. So wie auch die Horror Nights in Kalka. Da haben wir auch schon ein separates Video zu gehabt. Aber wenn wir schon dabei sind, das Wunderland Kalka hat nicht nur die Halloween Horror Nights, sondern auch das, ich nenne es mal, normale Halloween Event. Und das nennt sich dann Halloween in Kernis Familienpark. Ist komplett losgelöst und entkoppelt von den Halloween Horror Nights. Und am Samstag und Sonntag, den 21. und 22. Oktober, wie am Samstag und Sonntag, den 28. und 29. Oktober, ist dann Halloween in Kernis Familienpark. Und das dann immer von 10 bis 17 Uhr. Und das Ganze richtet sich überwiegend an 3- bis 12-Jährige, aber alle, die älter sind, sind natürlich auch herzlich eingeladen, das mitzuerleben. Und zum normalen All-In-Angebot des Parks mit über 40 Attraktionen und Spielgeräten sowie gratis Pommes, Softeis und Erfrischungsgetränke sowie Kaffee und Tee gibt es dann ganz viel Halloween-Spaß. Und das beinhaltet zum Beispiel Marshmallow-Rösten, Kürbisschnitzen, Straßenacts von Clown Eddie, eine Geistertour, Selfie-Spot mit Graf Kerni-Cola. Und natürlich ein Gruselhaus sowie eine Monster-Mini-Parade. Und noch mehr Halloween für Familien gibt es auch im Legoland Deutschland Resort mit der Monster Party. Monster Party. Ab dem 30. September geht das da übrigens los. Genaue Termine und Zeiten findet ihr auf der Homepage vom Legoland selbst, weil es unter anderem auch die extra langen Samstage gibt. Und im Legoland Deutschland wird euch eine unheimliche Gruselstraße präsentiert mit unzähligen Kürbissen und freundlichen Skeletten. Gruselhochburg ist dann im Land der Ritter. Es gibt dann auch Disco-Lichter und spukige Musik beim Feuerdrachen. Burgbühne mit Kinderdisco, aufregende Begegnungen mit Legoland-Bewohnern, mit Gruselfaktor, wie zum Beispiel Frankenstein, die Legoland-Hexe oder die Mumie. Und die sind so im Park unterwegs und natürlich auch bei der Legoland-Parade dabei. Es gibt den Monster-Dance auf der Bühne am Eingang, die danach auch zum Fotopoint wird, dass man gruselige, spukige Fotos mit den Instrumenten der Monster-Party-Band machen kann. Es gibt auch andere Fotopoints im Park. Monstersuche gibt es, da müsst ihr dann durch den Park die Monster suchen, bekommt Stempel und am Ende sogar ein Souvenir mit nach Hause. Es gibt bei Rebuild the World eine Halloween-Bauaktion, im 4D-Kino läuft die Monster sind los und vieles mehr. Abseits der ausgewiesenen Gruselstraße könnt ihr den Park übrigens ganz normal besuchen. Also einiges los, es geht einiges ab und die kommenden Tage checkt ihr bitte die Shorts ab und sowieso checkt ihr die Daily. Und ich bin jetzt raus, das sind die coolsten, euer Bro fürs Retro Video Magazin. Peace.